Trash. Hallo, es ist Trash Dienstag. Trash. Trash Tuesday. Wir haben nichts vor. Weil wir putzen die Wohnung und wir haben ganz viele Bilder ausgedruckt und in Bilderrahmen gepackt, die wir nachher in der Küche aufhängen wollen. Da wir ja, wie wir aufgenommen haben, das ist voll die gute Idee, das jetzt reinzuschneiden. Guten Morgen! Was? Das ist der Anfang für unseren Vlog. Guten Morgen! Trash? Trash. 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 Ich will so eine Lightbox, wie du im Zimmer stehen hast. Und dann will ich irgendwie draufschreiben, so wake up and be trash. Feierlich, ja? Ja. 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 Trash. Trash. Wir haben uns überlegt, dass wir die Küche nicht nur ein bisschen aufräumen, sondern wir übertreiben mal wieder. Mamba aufräumen. Wir räumen Mamba auf. Wir haben uns überlegt, dass der Tisch, da wo Arena jetzt steht, das sieht aus, als hättest du keine Hose an. Ich habe aber eine. Meine Kamera hat genau in dem Moment aufgehört zu fokussieren. Okay, du hast eine Hose an, sehr schön. Wisst ihr, was auch Trash ist? Das. Trash, Trash, Trash. Disgusting. Ja, wir haben da normalerweise ja den Tisch stehen gehabt und wir sind gerade am überlegen, ob wir den jetzt hier hinstellen sollen, weil dann hier viel mehr Platz wäre, was voll gut wäre und überhaupt ist die Wand dann frei. Das sieht auch so armselig aus. Genau, unser Plan jetzt ist, wir haben diese Mikrowelle hier von einem absoluten Ehrenmann. Hi Jonas, hallo. Geschenkt bekommen und das da hinten ist Noahs Mikrowelle und da Noah ja auszieht, brauchen wir die nicht mehr, beziehungsweise deswegen haben... Okay, warum auch nicht? Vlog-Upgrade, ich habe jetzt ein Stativ. Ja, wir sortieren jetzt nämlich die Milch aus, die schlechte. Trinken keinen Alkohol. Tun wir wirklich voll selten. Also ich trinke fast gar nicht, Arena trinkt fast gar nicht. Warum haben wir eigentlich so viel Alkohol? Die Milch, die Milch. Hallo. Das Gute ist ja, wir haben eine Spülmaschine. Das Schlechte ist, so kommen die Sachen da wieder rauf und dementsprechend... Geile, geile. Ich hasse Spülen. Ich hasse Spülen mit einer Passion. Mir wird da richtig mambo widerlich, ekelhaft, eklig. Ich muss kotzen. Wird gut. Genau, und da haben wir jetzt eine freie Wand und da kommen Bilder dran und deswegen dachten wir, wir nehmen es heute mit. Und Trash Tuesday! Leute, schaut mal, was wir gemacht haben. Ist das nicht weihnachtlich? Hey Mars, Merry fucking Christmas! Hi Trash! Wir haben heute ja so einiges vor. Ja. Ja? Ja. Ja. Trash! Auf jeden Fall, was ich eigentlich sagen wollte, wir haben Bilder ausgedruckt bei DM und die haben wir vorhin, als wir gefrühstückt haben, zeig ein, ja, das zum Beispiel. Der Babys, meine Babys. Genau, wir haben Bilder ausgedruckt, die wir jetzt an diese Wand, die ja seit letztem Mal etwas leer ist, aufhängen wollen. Richtig? Ja. Wo ist der Hammer? Der Hammer schlechthin? Ich suche noch. Okay, ich suche noch, du bist am Handy. Nee, ich habe tatsächlich gerade in die WG-Gruppe geschrieben, wo sind die Hammer und mein iPhone hat so ein behämmerten Hammer-Emoji dahinter. Wow. Wie geil wäre das, wenn man in Real Life so Soundeffekte dazu hätte. Und ich würde so sagen, wo sind die Hammer? Und dann würde so kommen, Schlag. Hammer. Schlag auf Schlag. Ja, genau. Wir hängen die Bilder auf. Ich zeig mal, was wir noch vorhaben. Wir wollen dieses Regal hier, das da wollen wir aufhängen und überhaupt mal freiräumen und so weiter und so fort. Trash, 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 Tragic Trash. Man gibt es so Compilations, wie wir Trash sagen. Das ist obviously auch Trash und das wollen wir auch wieder richten, damit wir nicht mehr so überfüllt sind. Der Gang nicht mehr Trash ist. Damit der Gang nicht mehr ganz so viel Trash ist. Trash. Seid ehrlich. Einfach wundervoll, wir lieben Mars. Ich habe dieses Bild auf Instagram, auf Mars seinem Account, @MarsDerKater gepostet. Die Bildunterschrift ist... Hallo. Nervt mich gerade vielleicht, wenn du auszusehen deine Frontkamera öffnest. Akkurat, oder? Oh, Trash Nummer 3 kommt nach Hause. Yay, sie hängen. Laut Ari, eigene Aussage, ich kann guten Nageln. Du bist Trash. Natürlich bin ich das, wir sind alle Trash. Ich kann guten Nageln. Tada. Miau. Miau. Hey Bruder, bist du Trash oder warum tummelst du dich beim Müll rum? Mars! Oh,
Kamera so drehen, ne? Ja. Hallo, hallo. Sorry, Nachbarn. Oh mein Gott, warte. Ja, warte. Leuchtet das Sofa von unten. Sieht schon Mamba geil. Ist schon sacksüß. Wisst ihr, wenn das Trash wäre, dann wäre das schöner Trash. Wäre fucking garbage. Hallo Trash. Wie ihr hört, saugt Arina gerade. Und ich sitze hier in unserer neuen Küche. Das heißt neue Küche, aber das sieht so anders aus. Es ist so schön geworden. Einfach so viel gemütlicher. Und die liebe Arina kocht jetzt dann gleich noch Gnocchi. Die sind gerade eingefroren. Ich habe gerade noch 2 Packungen gekauft, weil das ein bisschen wenig ist. Mit Spinat und Gorgonzola. Es wird so lecker. Ich habe so Hunger mittlerweile. Wir waren heute super produktiv. So ein guter Tag. Ehrlich, ist es so schön, wenn man produktiv sein kann. Auch unsere Garderobe ist jetzt 1000-mal besser. Man sieht sogar den Gang mal. Hier hängt ein wunderschönes Almanherz. Hier auch. Maseri, was sagst du? Was sagst du, Bibi? Was sagst du? Okay. Geile. Da hinten übrigens auch richtig geile. Das war schön. Trash, by the way. Trash. Wir gucken jetzt noch gemeinsam mit Aki, die heute auch Minions. Oh, geiler. Ich einfach unverbesserlich, weil Aki mag die Minions, aber hat den Film nie gesehen. Die eine Sache ist ja schon fragwürdig genug, aber man sollte wenigstens den Film gesehen haben. Währenddessen machen wir Weihnachtspost und Weihnachtsgeschenke und trinken jetzt scheinbar Saft. Trash. Yeah. Yay, es sieht so schön hier aus jetzt. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Trash. Die Stimme aus dem Off, die Stimme aus der Toilette.